Weiß nicht, was man in dem Game machen muss, aber werden wir herausfinden. Holt euch was zu knabbern, holt euch was zu trinken. Silent Breath 3. Hallo, hallo. Ja, na, na, Bruder. Hallo. Na, Mann. Also, ich darf nicht schreien. Ciao. Wenn du lang genug in den Abgrund bist, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Ah, Nietzsche. Also, ich versuche so leise wie möglich zu sein. Also bisher passiert doch gar nichts, Digga. Ich weiß nicht. Also, dass das Game lame ist für mich, ist 100% klar. So ein Game habe ich schon mal gespielt, aber ich muss beweisen, weil sehr viele Viewer haben gesagt, du schaffst es nicht. Und die kennen mich nicht, Bruder. Du kennst mich, Kirby. Ich hab gesagt, alles klar. First Try, ich fick das Game kurz runter, fertig. Hello there. Attention, evacuate the forest before sunrise. Ich hoffe, du kennst mich. Wir ziehen das kurz durch, danach fertig. Ich habe auch gezogen ein bisschen. Aber du weißt. Man muss die Türen kurz drauf. Hi, friend. I want to play hide and seek. You hide. I seek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hä? Wenn du, ja, Abgrund in der Soccer und Nietzsche. Gibt es Tipps, wo die Leichen sind? Leute, oder muss ich einfach nur rumrennen? Gibt es Tipps, wo die Leichen sind, Leute? Und spawnen die immer woanders ist? Oder wie? Nein, hier ist jemand. Help me! Scheint niemand beantwortet meine Frage, gell? Ihr kleinen Sips. Für wie viel Euro würdet ihr in diesen Wald gehen? Und eine Nacht zu überleben? Jetzt ist es schon gruselig. Ich weiß, wieso man sich erschreckt, aber ich finde es nicht. Ich finde es in Grenzen. Einfach weiterlaufen. Don't move. I want to breathe you in. Don't move, sagt er. Breathe you in, Gänsehaut lang. Einmal sowas in Real Life haben.
Hi, friend. I want to play hide and seek. You hide. I seek. 7, 6, 5. Weiß ich nicht, ich finde das Game doof. Es ist nicht schwer. Den Purpose zu erfüllen ist nicht schwer, leise sein. Aber es ist schwer, die Leichen zu finden. Versteht ihr, was ich meine? Weil ich habe kein Clou, ich weiß nicht, wie ich die Leichen finden soll. Ein kleines Auto. Orkan meinte, ich soll die entgegengesetzte Richtung gehen. Machen wir mal. Das Game mit VR, Bruder, nein. Weil da würde ich echt sterben. Ah, Freizeitpark. Komm, geh Licht an. Ich bin da. Jetzt kann ich hier wenigstens mal durchsuchen. Seht ihr eine Leiche? Lass mal Einhorn fahren zusammen. Wallah, komm. Orkan, Einhorn ist noch Ototurus. Aha, hier bist du, du kleine Peach. Danke. Hi friend, I want to play hide and seek. Come on, dich kenn ich. You hide, I seek. 3, 2, 1. Ready or not, here I come. Er ist nicht fair, Mann. Erst wenn sie despawnt, kann ich weggehen. So habe ich das verstanden. That's my interpretation. Naja, wo ist die Leiche jetzt hin? Hä? Peach. Ich muss jetzt irgendwie... Das Spiel baut meiner Meinung nach null Spannung auf. Wenn du alleine spielst, im Dunkeln, alleine, ohne Chat, ohne Freunde, schon krass. Hauptsache Jumpscares reinwerfen. Ja, das ist halt das Prinzip, Bruder. Manche Leute schmeißen Jumpscares rein, die anderen schmeißen Memes rein. In Videos und Zooms und Drehen und so. Gibt so und so Leute und so Leute. Anscheinend, ich finde jetzt alle. Okay. Es ist wieder dunkel. Wenn sie sagt, er weiß nicht. Ganz ruhig streichen. Was willst du am Monaco, du Mund? Anscheinend, die pusten Taschenlampe aus. Taschenlampe, ah. Die pusten aus. Reicht doch, Digga. Wo ist diese verfickte Ding, Mann? Oh mein Gott. Servus. Komm, Baby. Ich brauch dieses Fastnachtsort. Faschingsort. Was war das? Karneval. Messplatz, Kirmes, Dings. Jawohl. Da vorne ist Leiche. 5 von 5. Wir sind fertig. Natürlich ist sie nicht hier. Oh mein Gott, ich hab's. Who am I? Finish the game. Don't make any noise and finish the game.
Wir waren die Person, die da liegt. Was ist für ein Plot-Twist, wie schlecht. Huh?